Werden alle Menschen gerettet werden? Darum geht es in diesem Video. Um gerettet zu werden, bedarf es einer bestimmten Entscheidung. Wir Menschen können uns nicht selbst retten, wir können uns aber für den entscheiden, der kann. Gott möchte jeden Menschen retten. An ihm liegt es nicht, wenn Menschen nicht gerettet werden. Er hat alles getan. Bevor etwas war, schuf er die Welten, er schuf die Himmel und die Erde. Am Anfang war Gott und aus seiner göttlichen Einheit heraus entstand zunächst der Entschluss zur Schöpfung und dann die Schöpfung selbst. Aus der göttlichen Einheit heraus, durch seinen Sohn Jesus Christus, hat Gott alles geschaffen, Zeit und Raum, die Engelwelten, die Himmel und die Erde, mit den Menschenwesen, mit uns. Wir, die Menschen, fielen alsbald in Sünde. Gott hat auch dieses Problem durch seinen Sohn gelöst. Er sandte ihn in die Welt, damit er 6 Stunden die Sünden am Kreuz trägt. Ein heroischer Akt, den er für dich, für mich, für jeden Menschen ausgeführt hat. 6 sehr harte Stunden am Kreuz. Gottes Sohn, aus der Glückseligkeit der Einheit des Vaters kommend, wurde er Mensch in der Welt, um diesen Dienst zu tun für dich, für mich, für jeden Menschen. Und worauf es nun ankommt, ist, dass du, dass ich, dass jeder Mensch das annimmt. Aber leider geschieht das nicht. Viele wollen das nicht. Viele wollen weitermachen wie bisher. Sie wollen in der Sünde bleiben. Deshalb nehmen sie Jesus Christus nicht als Herrn und Retter an und deshalb können sie nicht gerettet werden. Gerettet wird man, indem man Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt, dann erhält man den Heiligen Geist, dann erhält man dadurch die Sündenvergebung mit dem Heiligen Geist, denn wo Sünde ist, hat der Heilige Geist keinen Platz. Wenn man Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt, wird die Sünde weggeräumt und der Heilige Geist hat Platz fortan. Er ist fortan die Führung Gottes, die Führung von Jesus Christus in diesem Menschen, der Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen hat. Das ist der Weg. Fortan führt der Heilige Geist den Menschen durch die Zeit fruchtbar, geistlich fruchtbar, in dem Maße, wie der Mensch die Gaben, die der Heilige Geist für ihn hat, annimmt und umsetzt. Leider viele Christen nehmen entweder die Gaben nur sehr bescheiden an, sie lassen sich Furcht machen, Angst, und dann nehmen sie die Gaben nicht an oder sie setzen sie nicht um. Trotzdem sind sie gerettet. Wer Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt und dann ein zaghaftes, furchtsames, angsterfülltes, vom Teufel stark beeinflusstes Christenleben führt, er ist trotzdem gerettet. Am Ende der Zeit mag sie nun fruchtbar sein, weil man die Gaben des Geistes angenommen und umgesetzt hat, oder auch nicht, weil man furchtsam war. Am Ende der Zeit geht es durch die Wand des Todes in das Totenreich. Dort hat man die Totenruhe, den Totenschlaf. Und ganz am Ende der Zeit erschallt eine Posaune, die Toten stehen auf, sie gehen in das Endgericht vor Gott und dort entscheidet sich nun Rettung oder Verdammnis. Dort steht man als Christ, wenn man in seiner Lebenszeit Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen hatte, dann steht man dort markiert. Man ist markiert gewissermaßen von Gott mit Gott. Man ist markiert gewissermaßen mit dem Heiligen Geist. Man ist ausgezeichnet, jetzt benutze ich das biblische Bild, man trägt ein weißes Gewand. Gott sieht diese Markierung, dieses weiße Gewand und er winkt ihn hindurch, den Christen, den geretteten Menschen, winkt er hindurch durch das Gericht, denn dort hat der Christ keinen Platz, seine Sünden hängen am Kreuz, so ist da nichts zu richten, er wird hindurchgewunken in das Paradies. Das ist der Weg des geretteten Menschen. Und
was dazu gehört, um diesen Weg zu gehen. Den gehen wir nämlich nicht aus eigener Kraft. Dazu gehört nur eines, dass du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter annimmst, denn dann macht er es, nicht du. Er macht es. Was du zu tun hast, ist, bereue deine Sünden, bereue deinen Lebensweg, erkenne dich als der, der du bist, erlösungsbedürftig, und nimm die einzige Erlösung an. Nimm das an, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Nimm ihn als deinen Herrn und Retter an, dann macht er's, dann rettet er dich. Jesus hat gesagt, er ist gekommen, sein Leben zu geben als Auslösung für viele. Eigentlich reicht sein Leben als Auslösung für alle. Aber Jesus wusste, dass sehr viele nicht diese Auslösung, diese Lebenshingabe, die er geleistet hat, annehmen würden. Deshalb sagte er, Markus 10,45, lese es nach, er ist gekommen, sein Leben zu geben als Auslösung für viele. Gehöre du zu den vielen, nimm Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an, dann wirst du zu den vielen gehören, die ich im Paradies wiedersehe. Und dann werde ich mich freuen. Gottes Segen. Amen.